Draisinen-Auto. Und das haben wir tatsächlich uns selber gebastelt, dieses Auto. Damit dürft ihr gleich hier durch die Gegend fahren. Was ist? Bewegen, juhu. Ja, heute wird es mal ein bisschen anstrengender als vielleicht in der letzten Sendung. Also, ihr fahrt immer nacheinander eine Runde. Können wir Proberunde machen auch? Ihr macht gleich eine Proberunde. Wer die jeweilige Runde schneller fährt, gewinnt einen Durchgang. Wer als erster drei Rennen für sich entscheidet, gewinnt das Spiel. Ihr könnt gleich zusammen langsam einmal die Strecke abfahren. Das ist quasi als Einfahrrunde. Und die Münze entscheidet dann aber... Soll ich warten? Dankeschön. Die Münze entscheidet dann, wer anfängt. Und dann beginnt immer der Sieger des Duells. Wirklich jetzt? Was war da? Das ist durchgestrichen, weil man dann gar nicht weiß, welche Marke das ist. Das ist so. Wir sind schlau bei ProSieben. Das ist da sowas von clever. Ja, ihr dürft schon mal die Helme aufsetzen oder trinkt erstmal noch was. Was Fahrzeuge angeht, beim letzten Mal gab es auch dieses Ziehauto. Ja, das hat das ähnliche Prinzip, glaube ich. So ein bisschen. Ja. Aber ich hoffe, du hast ein bisschen was daraus gelernt, was man nicht machen sollte. Ja, hoffentlich. Was, Pietro, hast du dir etwa nicht sowas gekauft und 6 Jahre lang im Garten geübt? Komisch. Das kann man sich nicht kaufen, noch nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Eigenkonstruktion von uns. Inwieweit seid ihr da versichert? Ja, wir sind bei allem, also super. Wir sind bei allem versichert. Wir sind sowas von versichert. Setzt euch also bitte drauf. Nachher brauchen wir nur ein Fahrzeug, aber jetzt schon mal. Passt nicht? Doch, doch. Und fahrt mal. Also, hier klar wie eine Draisine. Antreiben. Gesteuert wird nur mit den Füßen. Alles gut, ich kenne das Ding. Ich bin so früher zur Schule gefahren. Und was ist das? Was ist das Besondere jetzt aber? Worauf soll man jetzt achten? Bitte? Ja, was ist das Besondere? Worauf muss man achten unbedingt? Dass man nicht mit den Händen lenkt, sondern mit den Füßen. Ja, und es gibt? Keine. Ich verstehe das Spiel nicht. keine Bremse. Es gibt im Prinzip keine Bremse, also da ein bisschen aufpassen. Fahrt schon mal los. Langsam eine Einführungsrunde. Bro, wann hast du deinen Führerschein wieder? Ich frage für einen Freund. Fahren. Naja, man muss da über den Todpunkt kommen. Ne? Also erstmal so ein bisschen gegen. Ja, lenken. Schneller lenken und fahren. Lenk. Beides. Hand-Auge-Fuß-Koordination. Wie gesagt, einmal über den Todpunkt drüber kommen. Ne? Warte mal. Darf ich rückwärts fahren? Lenken. Ein kleines Stück macht doch erstmal, dass sich das überhaupt bewegt. Und dann ja, aber der geht nach hinten. An ihm vorbei. Ah. Geht. So. Gut. Ja. Und lenken. Vorsicht, Elton, ich habe keine Bremse. Okay, ich hab's verstanden. Zack, so. Vorsicht. Also ich sag mal so, nach so wenigen Metern schon die Bande zu treffen. Komm, Pi, du schaffst das, Mann. Komm, Bro. Bremsen geht tatsächlich nur durch, ja, sogenanntes Kontern. Komm, Fla. Vielleicht aus dem Bahnradsport, da gibt's ja auch keine Bremsen. Boah, das ist hart, Alter. Mhm. Wie geht das? Ja, man muss mehrere Sachen auf einmal machen. Ja, dann kommt er weit raus. Hä? Chris scheint hier ziemlich cool zu sein, ne? Und Pedro noch mit dem Gesamtsystem so ein bisschen kämpft. Wir kommen also auf unserer berühmten Studio-Flur-Runde. Pedro, sanft. Ist, Ja, er macht doch so ein komisches Geräusch. Auch das ist für mich völlig neu. Ja. So. Hm. Da ist dann eine Wand links, ne? Also auch wie man durch die Tür durchkommt, die Linie ist da relativ entscheidend. Die Fußposition so ein bisschen. Na gut, wir wollen hier nicht zu viel verraten. So, stopp. So, anfangen wird. Oh. Rot. Überraschung. Bis später. So, Chris, du kannst. Wir fahren immer mit dem gleichen Fahrzeug. Du kannst jetzt runter, das kommt weg, falls eins kaputt geht. Du kannst bitte mit hier hochkommen und dir das angucken. Du kannst anfangen, wo du möchtest.
weil die Zeit startet erst, wenn du die Lichtschranke durchquert hast. Heißt also als kleiner Tipp, vielleicht ein bisschen zurück, weil dann hat man schon ein bisschen Schwung. Rückwärts geht schon mal ganz gut. Mhm. Okay? Warte, ist okay? Ich hoffe. Wo ist Chris? Hier. Hä? Hier. Ach, da. Gut, dann. Hallo, hier bin ich. Tut. Was? Hallo, nee, du musst gleich. Ja, ich weiß, alles gut. Hallo, los! Also mit der hohen Geschwindigkeit durch, Elton hat es erklärt. Ne? Und das sieht wesentlich besser aus als eben auf der kurzen Runde. Aber trotzdem sage ich jetzt einfach mal so, als mutige Theorie, das geht schneller. So, ja, er hebt da sogar noch fast ab, schafft also fast den Wheelie. Ja, ich glaube, dieses impulshafte Fahren, so konstant Kraft auf das System bringen, auf die Hinterachse, mit der ja gelenkt wird, wäre vielleicht ein bisschen besser. Aber das nur so als vorsichtige Vermutung. So, jetzt wie kommt er hier durch? Achtung. Na, nimmt ein bisschen Geschwindigkeit raus, indem er einfach nicht weiter Gas gibt. Und hat da immer noch seine etwas eigene Technik, diese Draisine zu beschleunigen. So, über die Linie, dort wartet die Lichtschranke, dort wird die erste Zeit ausgelöst. 56,29. Ja. Oh, sorry, eine Sekunde, ich bin klemmen geblieben. Wie fühlt es sich an? Es ist ganz komisch, weil manchmal hört der einfach auf zu fahren. Vielleicht liegt es auch an meiner Art und Weise, wie ich fahre. Keine Ahnung. Zurück. So, also Chris wird jetzt das Gleiche versuchen. Na, ein bisschen zurück. Wie gesagt, Elton gibt nur so ein lockeres, inoffizielles Startsignal. Ausgelöst wird erst mit der Lichtschranke. Fliegender Start. Okay. Dann kannst du, wenn du möchtest. Also, Strecke freigegeben. Naja, schwer zu erkennen. Es sieht auf jeden Fall kontrollierter aus. Ob das jetzt wirklich schneller ist, ist im Augenblick noch schwer zu sagen. Denn auch er fährt vorsichtig durch die Kurve. Ja, auch bei ihm hört man so ein bisschen den Anschlag, aber es scheint ein bisschen runder zu sein. Und damit ist auch die Maximalgeschwindigkeit hier draußen vermutlich ein bisschen höher. Aber die ganze Wahrheit gibt es erst bei der Lichtschranke. Er traut sich auch mit einer ordentlichen Geschwindigkeit dort durch die Studiotür, kommt jetzt hier wieder an, hat noch ziemlich viel Zeit, kann sogar noch mal beschleunigen. Achtung, hier wird ausgelöst, 10 Sekunden schneller, 10,5 Sekunden schneller. Und ich habe schon richtig Gas gegeben, ne? Die einen sagen so, die anderen so. Diese Runde geht an Kristall und der legt jetzt vor. Der Sieger fängt immer an. Also wir addieren nicht die Zeiten, sondern jetzt der Durchgang zählt wieder separat. Okay. Also einerseits... Wenn du willst, jetzt geht's los. Einerseits Vorteil, weil er jetzt gerade den Schwung raus hat. Seiner Nachteil natürlich, dass er gleich wieder ran muss. Und tut, ne? Tut. Ja, das ist der sogenannte Todpunkt. Aber da ist er jetzt drüber. Und dann geht's. Es tut mir leid, aber es heißt nun mal so. Ja, das kennen wir ja auch. OT, oberer Todpunkt aus ihrem Verbrenner zu Hause. Falls sie noch einen haben. So. Jetzt geht's hier durch die Studiotür. Naja, Petro muss sich das anschauen, ne? Und Petro muss ihn studieren und muss jetzt lernen aus dem, was Kristall hier zeigt. Der macht es wirklich sehr, sehr konstant, ne? Hier fährt hier gut, der hat auch eine gute Linie, nicht zu weit außen. Jetzt gucken, wie man hier am besten durch die Tür kommt. Er schaut schon, nimmt den Kopf hoch, nimmt kaum Geschwindigkeit raus, fährt das knapp an den Button vorbei, in dem Fall also an der Tür.
Gerade die persönliche Bestzeit 45,77 wird jetzt nicht ganz so schnell, aber Petro muss ein bisschen schneller sein. 46,81. Also die merken wir uns jetzt hier. Nee. Das andere Gerät. Das ist das Tika, nehmt beide das gleiche, ne? Sodass man nicht sagen kann, das eine ist vielleicht ein bisschen schneller. So, los Petro, richtig reinhalten jetzt hier. Herr Tall, ist alles in Ordnung. Zur Geschwindigkeit. Ich musste nur kurz aufstoßen. Okay. Von einem unbekannten Kaltgetränk. Oh Gott. Wie viele Durchgänge machen wir? 3 muss man gewinnen. Bitte? 3 muss man gewinnen. Okay, ja, machen. Also los, komm, jetzt richtig hier reinhalten. Höhere Frequenz, mehr Mut zur Geschwindigkeit jetzt hier. Es geht ja schneller. Das hat ja gerade Chris gezeigt, genau. In den Kurven konzentrieren ein bisschen und dann wieder voll auf Geschwindigkeit gehen. Komm, lass es laufen. Nicht immer nur ziehen. Man kann ja auch mit drücken, also es wird ja immer Kraft auf die Hinterachse übergeben. Genau, jetzt hat er es raus. Nicht nur der Zug, sondern auch das Drücken. Ja, das hat ja keinen Freilauf, diese Draisine. So, traut er sich hier ein bisschen mehr. Ja. Komm, oh, und dann bohrt er sich in die Tür. Komm. Nein. Ach, 46,81, das sah wirklich gut aus. Und damit ist die Zeit natürlich in dem Augenblick schon vorbei. Wir hoffen, dass das Gefährt heile geblieben ist. Ja, spricht natürlich auch für eine hohe Geschwindigkeit, aber die Fahrlinie war einfach nicht gut. Bisschen weiter von außen anfahren. Also damit hat Chris den 2. Durchgang gewonnen. Aber man braucht ja 3. Das heißt, vielleicht kommt ja Petro schade, jetzt. Das schade, jetzt schade, ey. Du warst knapp, so ne? Geil schnell unterwegs. Ja, voll. So, ne? Ziehen, drücken. Und dann hier keine gute Linie. Bumm, und links. Ich hatte gutes Tempo, glaube ich, aber. Sehr gutes richtig. Tempo. Ja. Sehr gutes Tempo. Weiter von außen anfangen, die Kurve. Chris fängt wieder an, weil er auch diese Runde gewonnen hat. Immer der Schnellere fängt an. Braucht noch ein Rennen. Oh. Der Rundenrekord steht bei 45,77. Ah, du Arschgeige! Sorry, ich habe ein bisschen viel Fußball geguckt gerade. Oh, ich habe eine Schrammi. Eine Schrammi? So, Konzentration. Da haben wir bestimmt ein Piratenpflaster für ihn. Wir gucken noch mal, was ist passiert. Klatsch. Mhm. Hast du das ferngesteuert, Ron? Ich sag mal so, bei dem anderen wäre der Arm durch gewesen, Chris. Du hast das klasse gemacht. So. Ich mache mir nur Sorgen um das Gerät. Ja, ja. Jederzeit, wenn du möchtest. So, jetzt noch mal richtig studieren. Ne? Ziehen, drücken. Hohe Geschwindigkeit. Auch die Linie angucken. Vielleicht lieber mit einem Kart fahren würde. Also die Kurve von außen anfahren, dann reinziehen. Sieht schon wieder klasse aus. Hier weit rausfahren ruhig. Jetzt gucken wir mal, wie er hier fährt. Auch Petro wird sich das anschauen. Ne? Nicht gleich innen reinziehen. Er geht ein bisschen nach außen. Zack, wir hören, wie die Frequenz immer noch weit oben ist. Jetzt vorsichtig rein, bisschen rausnehmen und sofort wieder beschleunigen. Knapp an der Tür vorbei. Da wäre er beinahe hingeblieben. Gibt es einen neuen Rundenrekord? Der steht bei 45,77. Wir sind jetzt erst bei den 40. Und was für eine Zeit. 42,73, Rundenrekord. So, und jetzt müssen wir Petro ein bisschen motivieren hier. Petro, es geht hier um 100.000 Euro. Jetzt noch einmal die Zähne zusammenbeißen. Vom Besten lernen. Das ist im Augenblick, okay. Petro.
So, los, hohe Frequenz. Drücken, ziehen, drücken, ziehen. Schon die Kurve, jetzt andenken. Ein bisschen weiter nach außen, gerade durch. Drücken, ziehen, drücken, ziehen. Kleine Lenkbewegung, wenn es geht. Ach, und da bleibt er fast stehen. Was macht er denn hier? Blumen pflücken während der Fahrt verboten. Ah, jetzt hat er plötzlich wieder die Geschwindigkeit. Warum war es denn dort hinten? Zu Beginn der großen und langen Geraden. Der Gegengeraden quasi nicht so. 10 Sekunden hat er nur noch. Jetzt die Stelle, da hat er natürlich ein bisschen Angst, dass er sich wieder reinbohrt. Kristall wird schon vorsichtig die Faust in die Höhe recken, denn er hat jetzt dieses Rennen gewonnen hier. Die Zeit ist durch, wir können sie schon rausnehmen. Kristall gewinnt also auf das Draisinen-Auto. Und auch da fährt er nochmal gegen, um alles kaputt zu machen. Uiuiui, ui, ui. Gut. 11 Punkte damit für Chris Teil. Alter, ey. Oh.